Ja, heute ist ein guter Tag für Förde, denn das Kaufhaus der Diakonie eröffnet heute, nachdem es über 10 Jahre nicht in Förde dieses Angebot gegeben hat, freuen wir uns wirklich sehr. Ich freue mich für die Bürgerinnen und Bürger, dass es endlich wieder soweit ist. Wir haben lange drauf gewartet und jetzt können viele von den guten, günstigen und qualitativ hochwertigen Angeboten profitieren. Da werden gebrauchte, gut erhaltene Kleidungsstücke, gebrauchte Möbel oder Haushaltsgegenstände, sogar Spielzeug, all das, was wir hier finden, zu ja durchaus dringenden Erfordernissen und Gegenständen des alltäglichen Lebens, die man braucht. Ich atme tief ein und dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Das Kaufhaus der Diakonie ist ja in erster Linie ein Angebot für Menschen, die aufgrund ihres Einkommens oder eben aufgrund der Erwerbsunfähigkeit oder durch schmale Renten eigentlich nicht in der Lage sind, sich permanent immer mit neuen Artikeln zu versorgen. Und von daher leistet das Angebot hier einen hohen sozialen Beitrag für die Menschen, die aufgrund ihrer Bedürftigkeit auf solche Hilfe angewiesen sind. Ich danke daher all denjenigen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie und des KDD für dieses Engagement. Danke den Ehrenamtlichen für die tatkräftige Unterstützung im Aufbau und ich wünsche allzeit viel Erfolg. Ich finde, dass das so gelingen kann, ein Kaufhaus und eine Beratung in gemeinsamer Arbeit zu schaffen für die Menschen, die hier leben, ist eine hervorragende Sache und das sollten wir viel öfters tun. An vielen, vielen Stellen wäre da einiges mehr machbar. Ja, ich freue mich sehr über die Kooperation zwischen dem Diakoniewerk Duisburg und dem Diakonischen Werk Dienstlaken. Ich glaube, dass das sowieso das Modell der Zukunft ist, dass wir mehr miteinander kooperieren müssen oder auch dürfen. Da die Herausforderungen der heutigen Zeit so groß sind, dass man es alleine als kleiner Kirchenkreis gar nicht schaffen kann. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit. Es ist ein wunderbares Zusammenspiel von eben den Kaufhaustätigkeiten und unseren Beratungsangeboten. Man könnte es ganzheitlich helfen aus einer Hand nennen. Wir freuen uns, dass wir heute hier in Förde unser 6. Kaufhaus der Diakonie eröffnen können. Wir werden hier mit 4 Stammkräften und zuerst einmal 6 Personen aus dem Bereich der öffentlichen Arbeit an den Start gehen, sind aber bereit, Ausbildung anzubieten oder auch noch weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Das KDD hier in Förde ist mit 700 Quadratmetern eines der kleineren Kaufhäuser. Die großen Kaufhäuser in Duisburg-Rheinhausen sowie in Duisburg-Stadtmitte haben eine Größe von ca. 2.500 Quadratmetern. Hier in Förde waren wir vor 10 Jahren schon einmal und wir sind überrascht, wie sehr wir doch vermisst wurden. Nach den ersten Meldungen, die wir hier aus der Bürgerschaft bekommen haben und aus dem Rathaus, ist es wirklich ein Verlangen gewesen, wieder ein solches Kaufhaus hier an den Ort zu bringen. Und wir freuen uns auf einen erfolgreichen Beginn und hoffen, dass es so bleibt.